Ja, herzlich willkommen zusammen. Schön, dass wir alle wieder beieinander sind. Herzlich willkommen in der neuen Saison, auch vielen neuen Gesichtern. Und herzlich willkommen zum allerersten Druckhelden-VIP-Talk hier aus dem Stechert Business- und Tagungszentrum nach dem 2:0 Heimsieg gegen den Karlsruher 1:0 Heimsieg. Entschuldigung, die Euphorie hat mich übermannt. Entschuldigung, 1:0 Heimsieg gegen den Karlsruher SC mit Marco Caligiuri, unserem neuen Kapitän, und mit Stefan Maderer. Herzlich willkommen. Glückwunsch erstmal. Marco, für uns als Fans war es heute ja, das perfekte Drehbuch. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, in erster Linie bin ich natürlich sehr zufrieden, dass wir heute uns belohnt haben quasi. Wir haben eine super Vorbereitung gespielt bis auf den letzten Härtetest. Und wir haben uns dadurch aber nicht aus der Bahn bringen lassen, haben einfach die Woche kontinuierlich fokussiert weitergearbeitet und haben uns den Sieg letztendlich in der 90. Minute hochverdient. Wie war es für dich heute das erste Mal mit der Kapitänsbinde aufzulaufen? War irgendwas anders vorm Spiel? Ja, ich musste, glaube ich, dem Schiedsrichter und dem anderen Spielführer die Hand schütteln, aber sonst war eigentlich nichts anderes. Ja, nichts anderes, okay. Musstest du einen Einstand zahlen? Nee, noch nicht, aber ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden, weil ich bin mir schrecklich schon aus dem Weg gelaufen, der ist unser Kassenwart seit dieser Saison. Ich glaube, er ist auch nicht hier, von dem her können wir das Thema wechseln. Auch. Okay. Sprechen wir mal mit Stefan Maderer, ganz junger Mann, 18 Jahre alt, Jahrgang 96. Ich habe gerade schon gesagt, wenn ich das lese, da komme ich mir sehr, sehr alt vor und ich bin erst 27. Neue Profikader. Wie haben Sie dich aufgenommen? Ja, sehr, sehr positiv. Ich habe ja seit letzter Saison schon die ganzen Mitspieler gekannt und ja, war richtig gut. Also alle haben mich gut aufgenommen und ja, fand es auch echt super, dass sie mich so gut aufgenommen haben und immer mich mitgenommen haben, egal was passiert. Was für persönliche Ziele hast du dir für dieses Jahr gesteckt? Ja, also meine persönlichen Ziele sind auf jeden Fall, oft im Kader zu sein. Gebe jetzt auch im Training weiter Gas. Und wenn möglich ist, diese Saison viele Einsatzminuten zu bekommen. Und ja, dann schauen wir mal, was passiert. Mit 18 Jahren im Profikader, gab es in der Vorbereitung vielleicht auch schon irgendwie ein besonderes Highlight oder irgendwas, was dir besonders im Sinn bleibt jetzt aus der Zeit bislang? Ja, also das Tor gegen Bilbao, das war schon echt aufregend für mich, weil das ist ja, gegen Athletic Bilbao spielt man nicht jeden Tag und ist eine Europa League Mannschaft und ja, bin ich schon sehr stolz drauf, dass ich mit meiner Einwechslung dann der Mannschaft helfen konnte, das Siegtor zu schießen und ja, das war mein Highlight sozusagen aus der Vorbereitung. Wir hoffen, dass noch viele kommen. Stefan Maderer, Marco Caligiuri, vielen Dank. Die Jungs bleiben natürlich noch kurz da, schreiben Autogramme, sie können gern hier vorn vorbeikommen. Und wir schauen mal noch kurz auf die nächsten Termine. Wir sehen uns erst wieder am 21. August hier zum Heimspiel. Gibt eine ganze Menge Auswärtsspiele jetzt in Leipzig, dann in Aue, dann in Pauli und dann am 21. August hier zu Hause gegen den FSV Frankfurt. Bis dahin, schöne Zeit, schönes Restwochenende.